Und dann haben wir gedacht, ich riskiere es, bin in den Zug gestiegen, bin nach Wien gefahren, bin gegangen in die Lehnergasse 1a, Kabarett Niedermeyer, das größte und bedeutendste Kabarett von Wien. Bin ich gegangen und habe gesagt, grüß Gott, ich bin der Josef Hader. Und ich habe gesagt, super. Wir wollten schon anrufen. Das war jetzt gelogen. Nein, also die Wahrheit war natürlich ganz anders. Ich habe nirgends einen Auftritt bekommen, viel zu jung, zu unbekannt. Und ich habe dann privat angefangen als Kabarettist bei einem Zahnarzt. Ja, der wollte haben, dass die Leute ein bisschen abgehängt sind beim Bohren. War ein klasse Job, Fixgarsch. Die Stimmung im Publikum war nicht immer so toll. Die Leute haben ein bisschen so gelacht wie das Wochenendpublikum in die Kabarettlokale. So. Bin da immer so gestanden auf einer Stehlater, habe meine Faxen gemacht. Ne? Und ich war recht erfolgreich mit der Zeit, sind Leute gekommen und haben sich gesunde Zähne aufbauen lassen, nur damit sie mich hören. Irgendwann habe ich einen Zahnarzt angestellt. Dann wollte er mir Geld, habe ihn rausgehauen. Habe noch einen Schauspieler ersetzt und habe einen Förderpreis bekommen für satirisches Theater. Und dann, das war witzig, da ist dann der damalige Landeshauptmann von Niederösterreich, der Ludwig, ist gekommen zu mir in die Ordination, der wird sich das Gebiss richten lassen, weil er so einen komischen Ausspruch gehabt hat, wenn Sie ihn erinnern. Und der Zahnarzt war, wie gesagt, schon weg, aber er hat ein bisschen angehört so mein Programm und hat dann gesagt, Herrn, hat er gesagt, mir gefällt, was Sie da machen. Der hat anders geredet, aber das wird uns jetzt zu auffallen. Er hat dann gesagt, wollen Sie das jetzt verbessern? Ich brauche dringend für St. Pölten einen Landeskabarettisten. Na, und ich habe mir gedacht, naja, St. Pölten, eigentlich, warum nicht? Nicht? St. Pölten, gar nicht blöd. Ich wollte wirklich damals noch St. Pölten. Ich habe mir gedacht, St. Pölten, das ist ein bisschen so wie Berlin gerade, da bricht gerade irrsinnig was auf. Und ich habe dann so ein Büro gekriegt, Josef Hader, Landeskabarettist, Parteienverkehr, 20 Uhr bis 22 Uhr. In der Zeit sind Leute gekommen, haben gegen Stempelmarken und Vizo geholt. Den haben sie ein Jahr lang dazu dürfen, dann war er ungültig und sie haben sie wieder einen Leichen holen müssen. Und, tja, damals habe ich dann eigentlich den einzigen großen Fehler gemacht, der mir heute wirklich leid tut. Das war, ich meine, man muss das erklären aus der damaligen Situation. Ich war ein junger Mensch und ich wollte vollkommen und mir war damals leider jetzt mittelrecht. Es ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe dann einen Kollegen angeredet von der Landesregierung, von dem der Schwager ist gesessen in Wien in der EMA 7 Kulturreferat. Und von dem Schwager, der Cousin, von dem der Onkel, der hat einen Kind. Der war zuständig für die Jahressubvention in Kabarett Niedermeyer. Aber das ist ja nicht und ich war dann im Kabarett Niedermeyer. Komm hier.